Deutschland verliert jährlich zigtausende Fachkräfte, vor allem an die Schweiz. Ärzte, Ingenieure, Handwerker. Die Bundesregierung macht keinerlei Anstalten, die hier für teuer Geld Ausgebildeten im Land zu halten. Und dann beklagt die Politik lautstark den drohenden Fachkräftemangel. Jetzt soll für ausländische Fachkräfte der Zuzug erleichtert werden. Wenn aber dann beispielsweise ein deutscher EDV-Fachmann aus dem Ausland zurückkehren will, gibt es unerwartete Schwierigkeiten. Diplom-Ingenieur Klaus Petrat erzählt uns, dass er von den Behörden weiß Gott nicht mit offenen Armen empfangen wurde. Das ist Klaus Petrat mit seiner Frau Michelle. 26 Jahre hat er in Australien gelebt. Doch nun zog es ihn wieder in die deutsche Heimat, zusammen mit seiner australischen Frau. Klaus Petrat ist EDV-Spezialist. Bei der Jobsuche in Deutschland würde ihn sicher die Arbeitsagentur unterstützen, dachte er. Ich hatte tatsächlich geglaubt, man hilft mir, und mir wurde sehr schnell klar, dass ich auf mich alleine angewiesen bin. Es gibt keine Hilfe. Das können wir kaum glauben, wird doch ständig der Fachkräftemangel beschworen. Da müsste doch einer wie Klaus Petrat fast hofiert werden. Doch sein Weg durch die deutsche Arbeitsbürokratie war irgendwie anders. Wir erzählen ihn mal nach. Er begann ihn erwartungsvoll. Schließlich hatte er ein Ingenieurstudium in Deutschland vorzuweisen und 26 Jahre Berufserfahrung als IT-Fachkraft bei internationalen Unternehmen. So ging er zur Frankfurter Arbeitsagentur, schilderte umgehend einem Mitarbeiter, woher er kommt. Da war er sehr freundlich und hat mich also verwiesen auf den Eingang um die Ecke, da er für mich überhaupt nicht zuständig ist. Um die Ecke ist das Jobcenter. Dort interessierte sich ein Sachbearbeiter aber vor allem für eines, ob die Petrats einen Briefkasten haben. Hatten die beiden nicht, denn sie wohnten noch im Hotel. Dort gab es nur ein Fach. Deshalb war der Sachbearbeiter hier auch nicht für sie zuständig. Er hat mich wissen lassen, dass ich eigentlich als Obdachloser qualifiziert bin, ohne ständigen Wohnsitz. Weil? Weil da kein Briefkasten mit Namen vor der Tür war. Vor dem Hotel. In dem Moment waren Sie obdachlos? In dem Moment war ich dem Gesetz nach obdachlos, richtig. Obdachlose Arbeitslose in Frankfurt werden in der Mainzer Landstraße betreut. Dorthin fuhr Klaus Petrat mit seiner Frau tags drauf. Der 54-Jährige wollte ja einen Job. Doch den gab es für ihn hier nicht. Stattdessen überraschende Eindrücke. Die Wände sind vermalt, ist Alkohol in jeder Ecke. Leute kommen mit Alkohol rein, die Türen sind bewacht, alle Türen sind bewacht. Und man sieht hin und wieder Sachbearbeiter, oder was man denkt, sind Sachbearbeiter. Aber es gibt keine Information, nichts, man sitzt halt. 6 Stunden saßen sie hier oben im 3. Stock. Dann hatten sie wenigstens einen Antrag auf Wohnkostenzuschuss gestellt. Nochmal zum Nachvollziehen. Klaus Petrat, ein hochqualifizierter IT-Mann, hat nie in die deutsche Arbeitslosenversicherung gezahlt, hat deshalb nur Anspruch auf Hartz IV. Dann wird's absurd. Er wird zur Obdachlosenstelle geschickt, weil er keinen Briefkasten hat vom Hotel. Zu all dem hätten wir gerne die Frankfurter Arbeitsverwaltung gehört. Doch keine unserer Fragen wurde beantwortet. Es hieß, man fände Klaus Petrats Fall gar nicht mehr. Seine Daten seien gelöscht. Wie lange er Hartz IV bekam, konnte die Behörde interessanterweise aber noch feststellen. Nach 4 Wochen im Hotel zogen die Petrats in eine Wohnung, hatten damit einen Briefkasten und waren deshalb fortan ordentliche Kunden des ordentlichen Jobcenters. Zurück in die Frankfurter Innenstadt. Zum Gespräch hatte er alle seine Referenzen dabei. Doch seine Sachbearbeiterin blickte nur kurz darauf. Und hat mir dann gesagt, dass also so arbeiten sie eigentlich nicht. Sie ist nicht, ich wäre missverstanden, wenn ich denken würde, dass sie mir Arbeit vermittelt. Das ist nicht ihre Rolle. Ihre Rolle war offenbar, ihm Regeln mitzugeben. 8 Bewerbungen müsse er im Monat schreiben, sonst gäbe es weniger Geld. Das war sehr dürftig. Und ich war auch sehr enttäuscht, weil ich hatte mich vorbereitet auf das Gespräch. Ich hatte mich gefreut, weil ich wirklich geglaubt hatte, jetzt gibt es echte Interviews mit Leuten, die Leute wie mich suchen. Und ich war bereit, ganz egal wo in Deutschland anzufangen. Vielleicht können Sachbearbeiter mangels Ausbildung oder Zeit Fachkräfte gar nicht unterstützen.
Da uns die Frankfurter Pressestelle keine Auskünfte geben konnte oder wollte, haben wir eine Ebene höher gefragt, bei der Regionaldirektion Hessen. Doch auch von dort heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme nur: Fallmanager haben in der Regel eine besondere Ausbildung. Klaus Petrat hat nach 2 Monaten Suche einen Job gefunden, als EDV-Bereichsleiter bei Apontas, einem mittelständischen Unternehmen in der Nähe von Lüneburg. Die Stelle hat er bei einer Internetplattform entdeckt, ohne Hilfe des Jobcenters. Die Petrats sind in Deutschland angekommen. Ihre Erfahrung dabei? Im Jobcenter geht es den Mitarbeitern offenbar nicht um Jobvermittlung. Ihre Aufgabe ist, Prozesseinhaltung zu überwachen. Und das ist ein Systemfehler. Also es geht hier nicht um Arbeitsvermittlung. Ich stelle mir jetzt vor, den Aufruf der Politiker, Fachkräfte vom Ausland nach Deutschland zu schleusen. Mit dieser Plattform, mit diesem Mechanismus ist das eine Unmöglichkeit. Nur gut, dass Michelle mit einem Deutschen zusammen ist. Wäre Klaus Petrat nämlich auch Ausländer, säßen beide wohl nicht mehr hier. In einem Land, das Fachkräfte sucht, aber ihnen nicht hilft, Arbeit zu bekommen.